Ich bin der Jeremias, ich bin Mitgründer und CEO von Bexio. Ich bin eigentlich seit meinem Studium, das heisst die letzten 10 Jahre, im Unternehmertum unterwegs. Das ist jetzt die zweite Firma, die ich mit aufbaue. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe in St. Gallen den Bachelor gemacht. Ich war dann eigentlich auch schon eingeschrieben, um einen Master zu machen. Ich wollte mich im Bereich Technologie vertiefter ausbilden lassen und habe dann aber gemerkt, dass unsere Firma schon so weit fortgeschritten ist, dass ich dann auf der Uni geschrieben habe, sie sollen mir doch bitte die Semestergebühren wieder zurücküberweisen. Und die haben dann auch grosszügigerweise eine Ausnahme gemacht. Als wir die erste Firma aufgebaut haben, haben wir gemerkt, wie die ganzen administrativen Prozesse und die ganzen finanzbuchhalterischen Prozesse in einem kleinen Unternehmen nicht wirklich funktionieren. Also uns ist so gegangen, und wo wir gemerkt haben, dass es draußen hunderttausende andere gibt, die auch das Problem haben, ist uns eigentlich die Idee zu dem gekommen, was heute Bexio ist. Und Bexio ist die führende Plattform für Cloud Accounting in der Schweiz. Das heisst, wir bauen das Cloud-Tool für Buchhaltung und Administrationsprozesse in Kleinunternehmen. Also bei Bexio haben wir ganz klar das Ziel, Kleinunternehmer erfolgreicher zu machen. Wenn man sieht, dass 50% von allen Kleinunternehmen innerhalb der ersten 5 Jahre scheitern. Und der Hauptgrund von dem ist, dass die Liquiditätsprobleme haben und im Endeffekt einfach ihre Finanzen nicht super gemanagt sind. Haben wir uns gesagt, die brauchen Software, um das zu machen. Und die Software muss benutzerfreundlich und in der Cloud sein. Und das ist das, was Bexio heute macht. Ich kann als Kleinunternehmer dort meine Kunden verwalten, meine Rechnung schreiben, meine ganze Buchhaltung machen, auch direkt mit meinem Buchhalter oder Treuhänder zusammenarbeiten. Und auf dieser Plattform ist auch meine Bank eingebunden. Das heisst, Bexio lässt sich mit meinem Bankkonto synchronisieren. Und so gibt mir eigentlich Bexio als Kleinunternehmen einen Echtzeitblick auf meine finanzielle Situation und hilft eben mir als Kleinunternehmen auch zu wissen, funktioniert mein Business, funktioniert es nicht. Und wir sehen auch schon anhand von ersten Zahlen, oder, dass Bexio wirklich auch diesen Kleinunternehmen hilft, erfolgreicher zu sein. Ein Beispiel ist, dass wenn bei unseren knapp 5'000 Unternehmen, die wir auf der Plattform haben, mal analysiert, wie lange das geht, bis eine Rechnung gezahlt wird von einem Bexio-Kunden. Und wir haben gesehen, dass die Rechnungen plus minus 22 Tage ausstehend sind. Und wenn man den Marktdurchschnitt anschaut, sind es weit über 40 Tage. Also wir können wirklich mit einem gewissen Stolz auch behaupten, dass Bexio-Kunden schneller gezahlt werden als der Marktdurchschnitt. Und das ist eigentlich genau das, was wir mit unserer Plattform erreichen wollen. Also Bexio ist folgendermaßen entstanden. Wir haben eine erste Firma sind wir am Aufbauen gewesen, da sind wir knapp 20 gewesen, haben einen Webdienstleister, eine Webagentur aufgebaut und sind eigentlich spezialisiert gewesen auf die Entwicklung von komplexeren Webapplikationen, also Backend-Systeme für Webshops zum Beispiel. Und wo wir dann die ersten Mitarbeiter hatten und also ein paar Projekte und auch ein paar Kunden, haben wir plötzlich gemerkt, dass wir keine Struktur haben in diesen Prozess. Wir haben nicht gewusst, wer hat zahlt, wer hat die Rechnung überhaupt bekommen, haben wir die Rechnung überhaupt geschrieben. So Fragen hat man sich dann gestellt, wenn man dann Ende Monat gemerkt hat, jetzt haben wir doch geschafft wie verrückt und wir haben doch viele Aufträge, aber irgendwie auf dem Konto ist es immer noch ziemlich leer. Und dann haben wir gesagt, gut, für das braucht man einfach eine Software und haben den Markt rausgeschaut, was es gibt. Da hat man uns gesagt, ja, du brauchst ein ERP-System und ein CRM-System. Dann haben wir geschaut, was es da so gibt und gesehen, okay, die Sachen kosten viel zu viel, sind nicht benutzerfreundlich und sind auch nicht irgendwie. Von Cloud hat noch niemand geredet, aber wir haben gesagt, die Software kann ja irgendwie im Browser auch stattfinden und muss ja nicht irgendwie auf meinem Server im Keller unten installiert sein. Sehr schwierig war. Es hat so etwas jetzt nicht gegeben, damals für Schweizer Kleinunternehmen. Und die Systeme, die man sieht, sind auch nicht wirklich gemacht gewesen für jetzt. Damals waren wir 5 Leute gewesen, oder für einen 5-Mann-Betrieb. Und das hat uns nachher motiviert. Wir haben uns gesagt, okay, Web-Applikationen entwickeln, das können wir. Wir haben auch irgendwo ein Bild, was man braucht, um die administrativen Prozesse jetzt in unserem Unternehmen im Griff zu haben. Und das war so die Ursprungsidee gewesen. Und dann haben wir
zwei, drei Jahren experimentiert, im Sinn, dass wir herausfinden, wie baut man oder wie muss das Produkt sein, oder dass es wirklich auch in der Masse einsetzbar ist, dann aber auch die Frage, wie verkauft man überhaupt so etwas. Ich meine, Software, Business-Software-Vertrieb war damals noch sehr konventionell gewesen, oder? Da ist jemand vorbeigekommen, hat einem das präsentiert. Meistens nicht jemand vom Hersteller, sondern ein Distributionspartner. Und wir haben uns gesagt, ja, das geht nicht. Oder unsere Preise lassen nicht so, dass wir einen Aussendienst haben. Oder Distributionspartner finden es auch nicht so attraktiv, wenn es dann halt 20% von 40 Franken im Monat bekommen. Die haben natürlich lieber ein komplexes Stück Software, das sie aus dem Regal nehmen und sagen, es kostet 5'000 Franken plus Schulung, plus Projekt, Implementierung und alles. So haben die Geld verdient. Und das war so die Phase, in der wir müssen lernen, wie funktioniert überhaupt das gesamte Businessmodell. Nicht nur, wie muss das Produkt aussehen. Und dann haben wir anfangs 2014 Spin-off gemacht aus der Webfirma raus und haben Bexio gegründet. Das war jetzt vor 2,5 Jahren. Und wir haben dort, wo wir dort angefangen haben, wir haben ein paar hundert Kunden gehabt. Also wir haben gewusst, okay, das Produkt lässt sich verkaufen, wir haben auch ein bisschen gewusst, wie. Und haben dann einfach gesagt, wir gehen jetzt, wir erhöhen ein bisschen das Risiko, oder wir machen die Gesellschaft nur für das Produkt. Wir haben gleichzeitig auch Investoren gefunden, die an unsere Vision und das Team glauben und haben dann gemeinsam das Ganze aufgebaut und haben seit in den letzten 2,5 Jahren unsere Kundenbasis mehr als verzehnfacht. Also irgendwo die Hypothese, dass wir eben nicht das einzige kleine Unternehmen sind, das diese Probleme hat, sondern dass es ganz viele andere gibt, dann, die hat sich bewahrheitet. Es hat so verschiedene Events gegeben, wie das Wachstum, wo das Wachstum angeschoben hat. Oder? Ich glaube, das ist immer einerseits natürlich Marketingkampagnen oder eine Erhöhung von einem AdWords-Budget zum Beispiel, hat dann gesehen, okay, das skaliert dort. Dann aber auch Produktseitig, oder? Wo wir gesehen haben, dass beispielsweise die Banking-Integration mit dem UBS E-Banking, die hat uns auch einen schönen Schub gegeben, auch in der Wahrnehmung am Markt. Was zum Beispiel auch erstaunlich gut funktioniert hat, ist TV. Also wir haben Ende letztes Jahr haben wir gesagt, gut, wir probieren mal Fernsehwerbung aus. Vermutlich hat noch nie jemand für Buchhaltungssoftware Fernsehwerbung gemacht, zumindest in der Schweiz. Und haben wirklich mit minimalstem Budget im Büro von einem Bekannten mit einem Filmstudenten zusammen dann unseren Spot gedreht. Und das hat extrem gut funktioniert. Das hätte ich nicht in dem Ausmaß erwartet. Also das hat natürlich auch das ganze Wachstum auch angeschoben. Aber ich glaube, in Summe sind es ganz viele kleine Events. Oder? Und laufende Optimierungen im Produkt, im Marketing, im Salesprozess, wo das Wachstum dann ermöglicht haben. Also es ist nicht so, dass so der Event geht und dann ist es zur Decke. Es waren ganz viele verschiedene Events. Ja. Etwas war, was wir gesehen haben, dass der Abgleich vom Bankkonto mit der Buchhaltung relativ mühsam ist. Viel Zeit braucht. Esser gibt es natürlich, kann man mit dem Einzahlungsschein arbeiten, ist man ein bisschen schneller. Nutzt aber sehr wenig, weil es relativ kompliziert ist im Setup für kleine Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, gut, aber eigentlich wäre es super, wenn die Buchhaltung und das Bankkonto wie synchronisieren miteinander. Dann haben wir auch gesehen, dass das im Ausland andere auch schon am Probieren sind und machen. Also es ist jetzt nicht weltweit unsere Erste, es sind nicht mehr die Ersten gewesen, die daran gedacht haben. Und haben dann eigentlich dann angefangen, versuchen herauszufinden, wie macht man das. Also es ist ja nicht so, dass man einfach einer Bank anrufen und sagen, wir hätten gerne die Dokumentation von dem API. Das gibt es nicht. Oder? Und dann haben wir haben dann verschiedene Strategien versucht. Oder? Einerseits direkt mit Banken reden. Andererseits gibt es natürlich auch Software-Provider, die genau so Schnittstellen zur Verfügung stellen. Wir haben das auch getestet. Und wir haben gewusst, wir brauchen eine Bank, die mitspielen will. Weil sonst haben wir auch nicht den gewünschten Effekt am Markt. Weil wenn wir irgendwo so über einen Schnittstellenprovider hinein durch das Hintertürchen hineingehen,
dann wird das vermutlich von der Bank nicht akzeptiert. Und wenn eine Bank ihren Kunden sagt, das ist nicht gut, dann ist es schwieriger für uns, um eine gute Lösung zu bauen. Also im Endeffekt haben wir dann mit verschiedenen Banken geredet und wir haben dann unter anderem auch Kontakt gehabt mit der UBS und sofort gemerkt, die Jungs sind ein bisschen weiter als andere, die haben sich nämlich die Frage auch schon gestellt. Also was können wir für Kleinunternehmen und KMUs als Bank auch machen, wo ihnen wirklich das Leben erleichtert? Und haben dann, ja, es ist ein Prozess, der mehrere Monate gegangen ist natürlich, wo wir zusammen überlegt haben, okay, wie muss das Produkt aussehen, wie sieht das aber auch Compliance und rechtlich aus? Ich meine, Bank hat hier ganz andere Anforderungen als jetzt mehr als nicht reguliertes Fintech-Startup. Ja, und so ist dann der Prozess etwa 10 Monate gegangen. Für eine Bank vermutlich recht schnell. Für uns war es manchmal ein kleines Geduldsspiel. Aber wir haben dann nach etwa 12 Monaten können die Lösung releasen. Und das ist wirklich ein Meilenstein für uns als Firma, aber ich denke auch für die gemeinsamen Kunden, die Lösung jetzt einsetzen können. Das ist wirklich cool. Oder? Wir haben in jedem Corporate E-Banking, jetzt von der UBS, jetzt einen Bexio-Knopf. Ich muss nur dort drauf drücken. Und schon ist mein Bexio und mein E-Banking miteinander verbunden. Also ich muss nicht irgendwie Papier unterschreiben oder der Bank anrufen. Das ist wirklich sehr einfach. Die User Experience ist super. Und nachher logge ich mich am Morgen in meinen Bexio-Account und ich sehe direkt, dass 5 Transaktionen sind reingekommen über Nacht. Und das System sagt mir dann, der Müller hat seine Rechnung gezahlt, ist okay. Die Belastung hat stattgefunden und die Buchhaltung lässt sich so einfach viel, viel einfacher up-to-date halten, als wenn ich das nicht einsetze. Also ich glaube, die Kultur von einer Bank ist definitiv eine komplett andere als jetzt von einem 3-jährigen Tech-Startup. Ich meine, es gibt berechtigte Gründe, die ich auch verstehe. Und dann gibt es solche, die vielleicht schwieriger nachvollziehen sind. Aber ich glaube, dass viele Banken noch nicht wirklich in Ökosystem denken oder eher sagen, okay, ich bin aber das Zentrum von dem und ich baue ein Mäuerchen um den Garten herum und ich will das kontrollieren. Das ist schon noch bei vielen Banken verbreitet, aber viele Banken investieren ja ganz bewusst in Leute, die nicht so denken. Ich glaube, innerhalb der Banken gibt es sehr viel Reibung. Es ist nicht einmal zwischen dem Start-up, das mit der Bank zusammenarbeiten will, und der Bank. Viel ist auch intern. Oder? Ich meine, Banken haben natürlich dann ihre Compliance-Jungs, die sind halt einfach dort, damit das Zeug compliant ist. Und die haben jetzt keine Lösung für gewisse Requirements, die aus dem Business kommen. Und dass halt das in so einem riesen Konzern kann lang gehen, ist irgendwo nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass Banken hier ihre Hausaufgaben machen müssen, weil es darf nicht zu lang gehen. Also sie müssen im Endeffekt in der Lage sein, etwas schneller zu reagieren in vielen Bereichen. Also wir haben es positiv wahrgenommen. Ja, es ist nicht so, dass wir, sonst wäre die Partnerschaft gar nie so weit gekommen. Aber ganz am Anfang, ich habe auch Leute getroffen, die sich nicht gefragt haben, wieso bauen wir das eigentlich nicht selber? Wie viel kostet jetzt das, so ein Ding bauen, wie die haben? Also es ist jetzt nicht jeder von Anfang an verstanden, dass da eigentlich auch Startups durchaus können sehr viel Potenzial an den Tisch bringen, auch für einen grossen Player. Ich meine, in gewissen Bereichen ist die Frage berechtigt, für was braucht es die Bank? Ein Startup kann das auch allein. Es gibt aber andere Bereiche, wo man als Startup die Bank braucht. Umgekehrt aber die Bank vielleicht das Startup braucht. Und dort muss regulatorisch, aber auch von dem Prozess innerhalb einer Bank muss es möglich sein, dass eben so Potenzial kann ausgeschöpft werden und nicht einfach die gute Idee dann an der Komplexität, die dahinter ist, würde scheitern. Also wenn Ihre Kundenberater können sagen, schau, KMU, tu das mal ausprobieren und die einfach merken, das ist so einfach und das bringt so viel Mehrwert in mein tägliche Leben als Unternehmer, dann profitiere ich als Bank in vielerlei Hinsicht. Oder? Einerseits kann ich Kunden gewinnen durch das, andererseits kann ich mich auch wirklich positionieren als Innovator, der jetzt vielleicht ein bisschen weiter denkt und wirklich
ein Problem löst bei einem kleinen Unternehmen. Und das bringt viel, auch in einer grossen Bank. Oder? Ich habe viel erlebt, oder, dass Leute mir auch gesagt haben, ah, das ist jetzt wirklich so cool, der Kollege hat mir das gezeigt und ich habe jetzt die Bank gewechselt. Oder weil mir ist die Beziehung zum Bankberater, wo man einmal im Jahr anruft, ist okay, aber da habe ich einen direkten Mehrwert sofort und das ist wirklich cool. Und dass da, ja, ich glaube, dass da eine Bank sich grundsätzlich, ich glaube, in Zukunft viel mehr muss durch User Experience differenzieren, als jetzt einfach durch die persönliche Beziehung zum Beispiel von einem Kundenberater zu seinem Kunden. Ich glaube, das wird gerade auch bei der jüngeren Generation weniger wichtig sein, sondern vielmehr, wie ist die Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Bank gestaltet. Und jetzt ist es Bexio sitzt genau in dieser, kann direkt in dieser Schnittstelle sitzen und die sehr, sehr attraktiv machen. Das Ökosystem in der Schweiz ist relativ klein, jetzt verglichen mit Berlin oder London. Und wenn ich jetzt einen Spezialist brauche, ist es extrem schwierig. Also A, dass der überhaupt da ist oder zum dann auch hierher bringen. Und das ist wirklich etwas, wo ein Startup kann bremsen und im Wachstum hindern. Auf der anderen Seite ist dann auch natürlich die Preisstruktur, das wissen wir. Wenn ich jetzt ein relativ grosses Team skalieren muss und ich die Leute nicht finde und dann noch viel die höheren Kosten habe, ist das nicht unbedingt ideal. Es gibt aber eben, ich meine, gerade im Finanzbereich, dadurch, dass wir einen sehr starken Finanzplatz haben, auf der Seite dort finde ich die Leute. Die Leute sind ja auch schon da. Also es hat nicht nur Vorteile, es hat sicher auch Nachteile. Oder Nachteile, ich würde einfach sagen, Aufholbedarf, oder, wo man noch vorwärts machen kann. Klar, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, dass man mehr Talent hat für Startups. Aber man kann es, wenn ich so die heutige politische Lage anschaue, man kann es von heute auf morgen schlimmer machen. Und ich glaube, man muss alles machen, dass das nicht stattfindet. Also wenn ich sehe, die ganze Diskussion mit EU, oder wir brauchen den Zugang zu diesen Arbeitsmärkten. Aber wir brauchen auch den Zugang außerhalb von der EU. Die USA ist auch sehr wichtig für Spezialisten, die in die Schweiz kommen. Das ist sicher etwas, was Handlungsbedarf gibt im Bereich Förderung. Oder gibt es natürlich, wenn man da mit anderen Ländern vergleicht oder Standorten, die wirklich ganz bewusst grosse Summen in die Hand nehmen, um einen Standort startup-freundlich zu machen. Und zwar bis zu direkten Investments in einzelne Startups oder in das Startup-Ökosystem. Und dort dreistellige Millionenbeträge zur Verfügung stellen, da passiert in der Schweiz noch wenig oder noch gar nicht. Und wenn ich dann auch sehe, dass es gibt Initiativen, es wird bemüht, dass man irgendwie etwas macht, aber dass es dann wieder so steuerrechtliche Probleme gibt, wie jetzt im Kanton Zürich, das ist schädlich. Oder ich meine, da bringen alle Bemühungen nichts, wenn dann so etwas die Medien dominiert. Und zum Glück die Medien dominiert, weil da ist wirklich Handlungsbedarf, das darf nicht passieren. Oder wenn man da sieht, dass da zahlreiche Unternehmer fast gezwungen werden, den Kanton zu verlassen. Und gleichzeitig der Kanton aber darüber diskutiert, dass die Praxis quasi sich etabliert in der ganzen Schweiz, muss ich sagen. Das sind Sachen, wo man jetzt sehr gut muss drauf schauen, ja. Wo so nicht passieren dürfen. Es gibt Produkte, die sind lokalisiert, so wie unseres. Es ist eine Buchhaltungssoftware, wo man auch nicht globales Scale braucht, damit es funktioniert. Bei anderen Geschäftsmodellen, gerade im Fintech-Bereich, die funktionieren einfach nur im Schweizer Markt nicht. Also das heisst, wie können so Startups aus der Schweiz raus, haben wir die Rahmenbedingungen, dass die global skalieren können? Oder sind die vielleicht am Anfang da und nachher weg, sobald sie sehr stark wachsen müssen? Also das ist sicher eine Frage, wo mich spannend dünkt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und natürlich eben auch die politischen Rahmenbedingungen. Oder wie weit geht die Schweiz, um wirklich
nicht nur sagen, wir wollen hier ein Start-up-Hub und wir wollen hier ein Zürcher Silicon Valley bauen, sondern dass das wirklich auch passiert. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass irgendwo der Fintech-Boom, den wir jetzt sehen, eher zu einem langfristigen Trend wieder abflacht. Oder weil jetzt ist es definitiv ein kleiner Hype. Und irgendwo, was unterschätzt wird, ist, dass Banken doch noch halt die Kunden haben. Und zwar zu hunderten Millionen. Und ich glaube, dass wir noch mehr werden eben sehen, dass Startups und Banken zusammenarbeiten oder auch, dass Banken werden Startups kaufen. Also dort sind wir noch ganz am Anfang. Also ich glaube, dass jetzt in den nächsten paar Jahren Startups kommen, die alle einfach links an den Banken vorbeiziehen, erwarte ich nicht.